Meine Freunde, kleine Info vorweg, ab Juli werden War Thunder Videos nur noch exklusiv auf Panzergrabbe hochgeladen. Link zu dem Kanal ist in der Videobeschreibung. Grund dafür ist ganz einfach, die Sucht ist größer als gedacht und ich möchte den Content halt immer ein bisschen getrennt halten. Also wie gesagt, gerne vorbeischauen, wenn ihr War Thunder sehen möchtet. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Meine Freunde, wir schauen uns heute die Schweden an, und zwar um genauer zu sein, den SAV 2048. Nicht nur, dass es ein sehr, sehr starker 3,7er Panzer ist, mit einer grottenschlechten Panzerung, aber einer ganz guten Durchschlagsleistung. Der ist auch hervorragend tatsächlich, um ein bisschen seinen BR zu pushen, ne, weil ich habe jetzt noch nicht viel freigeschaltet bei den Schweden. Und wir daddeln einfach mal ein paar Runden mit dem schönen Teil. Dann seht ihr auch, warum der so krass ist. Der hat nämlich eine ganz, ganz besondere Spezialität. Der ist nämlich oben offen. Das heißt, jeder Trottel kann rein theoretisch wegballern. Wenn er so schlecht ist wie ich zum Beispiel, kein Problem. Ist oben offen. Einfach nur mal kurz reinspucken, dann sind die Leute weg. Und er hat halt, wie gesagt, überhaupt keine Panzerung. Also kannst du rein theoretisch mit einem Bambusstab draufschlagen oder das Ding ist in zwei Teile gespaltet. Aber der hat eine kleine Besonderheit, sag ich mal. Also es ist eine ganz kleine, feine Besonderheit. Deswegen nehme ich auch relativ viel Munition mit. Ob sich das dann rentiert am Ende des Tages oder nicht, das wird man dann sehen. Und da ist er dann auch schon. Wo ist denn der andere? Achso, der versteckt sich da drin, würde ich schon sagen. Sitzen nämlich drei Leute drin. Einer tuckert, der andere macht es geschützt und der nächste lädt nach. Ist ein Panzerjäger übrigens, rein theoretisch. Panzerjäger sind ja dafür bekannt, dass sie sehr, sehr, also eine gute Panzerung haben. Teilweise eine sehr gute, in dem Fall halt nicht. Ich glaube, Russen haben auch eher schlechte Panzerungen. Die deutschen Panzerjäger haben teilweise eine sehr, sehr gute Panzerung. Von dem, was ich jetzt weiß, aktuell, ne, wo ich so daddel. Aber wie gesagt, Panzerung ist bei dem nichts. Ansonsten haben Panzerjäger halt eben Riesenkanonen. Und die sind halt dafür gemacht, dann Panzer zu zerstören. Deswegen auch der Name Panzerjäger. Und eine sehr hohe Nachladezeit, normalerweise. Aber da ist eben die Besonderheit hier an dem Teil. Der hat nämlich de facto keine Nachladezeit. Also ich denke, aber viele von euch werden ihn kennen. Deswegen brauchen wir da jetzt auch kein großes Geheimnis drum machen. Der hat nämlich eine Nachladezeit von 1,3 Sekunden ungeskillt. Und das ist schon eine andere Liga, sage ich mal. Und natürlich, der andere Vorteil ist, wir sind nicht allzu groß. Können uns gut verstecken. Wie jetzt hier zum Beispiel. Muss aber auch wirklich dazu sagen, er hält halt nichts aus. Und wenn du da ein bisschen Pech hast mit dem Matchup und dann gegen, wenn du quasi ein Tier abkommst, also gegen 4-7 spielst, dann kannst du schon deine Probleme haben. Lol. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber da ist schon einer. Das ist schlecht. Aber das ist halt das Ding. Wir schießen halt einfach so unverschämt schnell. Selbst wenn wir nicht treffen oder so glorreich versagen, wie ich gerade eben. Egal. Egal. Wir schießen einfach noch zwei, dreimal. Juckt einfach nicht. Ich höre übrigens noch was. Die Frage, wo ist der Typ? Der hat unseren Kollegen auf Ziel genommen. Und zwar die Ehre. Unter anderem. Wenigstens hat er einen schnellen Rückwärtsgang. Das ist übrigens auch ein Vorteil von dem Ding. Dass er relativ schnell wieder auch aus der Action rauskommt. Tja. Haben wir die ganze Zeit gehört, das ist halt ein Panzerkampfwagen 4. Ja, ja. Also, ja. Den juckt das halt nicht. Wie gesagt, wenn wir einmal getroffen werden, ist es auch scheißegal, wo sind wir tot. Und das ist halt eine Sache, die man mit dem nicht machen darf. Man darf mit dem Kollegen nicht offensiv spielen. Man muss sich eine Position suchen, wo man sich hin chillt, um dann zu campen. Das funktioniert am besten. Aber so wie ich jetzt gerade eben dann so Open Field rumfahren, wenn man weiß, da steht ein Gegner, ist dumm. Macht man nicht. Stadtkarten, ja. Die können wieder so oder so ausgehen. Zumindest mal ein Vorteil, dass wir nicht Open Field weggeschnallert werden können. Ich packe mir jetzt mal kurz die HE hier, die HEF ein. Hochexplosive Splittergranate. Weil die hat nämlich eine entspannte Explosionsmasse. Sprengstoffmasse von 2,25 Kilogramm. Das ist nicht wenig, tatsächlich. Ist halt dann gut gegen leichte, mittlere Ziele. Gegen schwere Panzer dann eher wieder nicht so. Aber gegen leichte und mittlere, da schallert es schon gut rein. Übrigens sehe ich gerade, dass wir hart auf die Fresse bekommen werden, weil unser Team hat sich dafür entschieden, mir den virtuellen Mittelfinger zu zeigen. Deswegen fahre ich jetzt auch nicht direkt auf C. Kein Scheiß jetzt. Oh.
Okay. Ah. Das ist ein Problem. Ah, das ist ein Panzerjäger. Oh, okay. Okay. Also den hätte ich nicht töten dürfen normalerweise. Aber ich beschwere mich nicht drüber. Habe übrigens schnell Munition gewechselt, falls ihr es gesehen habt. Kann sein, dass es mir das Leben gerettet hat. Mann. Scheiß Wände da, ey. So, hallo. What's going on here? Man kann von da auch... Echt, oder? Wusste nicht, dass man von da aus auch C einnehmen kann, tatsächlich. Interesting. Hallo, Ibims. Eins, ich hänge nicht an meinem Leben. Tue ich wirklich nicht, by the way. Na, die haben A, B, wir haben C. Jeder hat irgendwas, keiner hat alles. Ja, kann man da hochfahren? Will man da hochfahren? Oh. Alter. Sehen die mich? Ich würde den gerne auf den Kopf schießen. Digga, da sage ich jetzt nichts zu. Habt ihr das gesehen? Scheißding. Mann, so eine Kacke. Oh Gott. Ich nehme mir gleich das Leben. Und das meine ich nur, weil ich mich hier gerade so blöd hinstelle. Kommt der vorbei? Ja. Man sollte niemals in die Offensive gehen. Mache ich übrigens auch nicht. Ich stecke hier fest. Aber ich weiß, dass der gerade sich ein bisschen mit meinem Teamkollegen forzen. Wo ist eine andere jetzt hin? Steht immer noch da. Chill mal kurz. Kommt übrigens wieder was. War ich zielschlecht. Wenn er weiß, dass ich da bin, bin ich gefickt. Spoiler Alert. Er wusste es nicht. Ich möchte übrigens nochmal die Idee aufgreifen, da hochzufahren. Ich glaube, der Grundgedanke war nicht so schlecht. Nur die Umsetzung hat ein bisschen gehapert. So. Jetzt passt mal auf hier. Ja, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das ist smooth. Was ist die Entfernung? Was sagt der Onkel Range? 350 Meter. Okay. Ja, dann chillen wir mal eine Weile, oder? Du lässt mich in Ruhe. Digga, wie viele Flugzeuge haben die in der Luft? Mal Motor ausmachen. Keine Ahnung, können die alle nicht mehr spawnen, oder? Jetzt habe ich hier die perfekte Camp-Position. Und dann spawnt keiner mehr. Mich verarschen? Na, das ist nach einer Stunde mal irgend so einer geschafft. Das ist schon traurig bei 5 Flugzeugen, dass sie so lange brauchen, um einen überhaupt zu töten. Am Ende des Tages trotzdem easy win, weil die sich nur noch auf die Luft konzentriert haben. Und wir hatten natürlich alle 3 Punkte, deswegen easy peasy. Ne. Sag's euch, wie es ist. Luftwaffe ist zwar mega annoying und fuckt hart ab, aber Kriege gewinnen tun sie trotzdem nicht. Undankbare Karte, by the way. Ich mag diese offenen Karten nicht, habe ich schon mal gesagt, oder? Übrigens hier die Alliierten und Japan gegen... und Schweden gegen Deutschland, die Sowjets. Die verbotene Allianz. Hallo Sherman 3/4. Wie geht es dir? I missed the Meatball Launcher Sale, which I had one. Er meint das Ding, by the way. Sein halbes Team ist voll damit. Es fährt da jeder nur den Meatball Launcher, wie er scheinbar heißt. Übrigens gleich tot. Aus diversen Gründen, über die ich nicht reden möchte. Da ist was markiert, aber da ist nichts. Könnte der Enkeltrickbetrüger sein. Bin mir nicht ganz sicher. Achso, der hat sich weiter hinten versteckt. Smart. Hm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt nach hinten guckt? Achso, er ist tot. So kann man es natürlich auch machen. Ja, da hat gechillt hier, wa? Was für Artilleriefeuer? Das ist ein Problem. Artilleriefeuer ist ein großes Problem. Weil ich weiß nicht, ob ihr das seht. So offen war zuletzt Polen 1939. Hm. Gut, was machen wir jetzt? Echt das harte Bedürfnis, mich abfarmen zu lassen, weil ich diese Karte abgrundtief hasse. Die einzige Karte, die ich fast noch mehr hasse. Okay, die einzige Karte, die ich mehr hasse, ist der fucking Reichstag.
Ich hasse Gestrüpp. Ich bin tot. Digga, die Karte kenne ich, aber mit nur einem Punkt? Außen? Das ist ja richtige Folter. Ja, Panzer 4 Ausführung. Ha. Haha. Ha. Nehmen die schon wieder A ein. Ups. Sorry, Baum. Kommt tatsächlich jede Menge feindliche Panzer rumgetuckert hier. Hätte ich erst gar nicht gedacht, nachdem ich hier so hart abgechillt habe auf meinem Baum. Berg. Stein. Steinberg. Ja, dachte mir doch, Alter, da war doch was. Das leicht gräuliche des deutschen Panzers. Man kennt es, man hasst es und man zerstört es. Okay, der ist da irgendwo. Keine Ahnung, ich halt einfach rein, weil juckt mir nicht. 5 Millisekunden Reload gefühlt. Ist er das? Ja, war er echt. Oh, da kommt noch einer. Schieß einfach mal irgendwo hin. Vielleicht funktioniert es irgendwann mal. Ich sollte vielleicht mal die Bäume abreißen. Ah, danke. Bist ein wahrer Bro. Doch, da ist er doch. Hier. Hä, oder ist er schon tot? Meine Fresse, ist das alles irritierend hier. Da raucht's. Ah, da hinten. Ich denke, das war jetzt unschädlich. Ich hatte gerade mein Nachladeding. Musste gerade nachladen. Den Autoloader, was das ist. Mann. Das ist übrigens die Karte, wo man hier direkt gesniped werden kann. Ich zeige euch das mal schnell. Da sterbt ihr nämlich direkt, wenn ihr hier lang fahrt. Achtung. Weil hier könnt ihr nämlich rüberschießen. Hier irgendwo war die Stelle. Oder so. Wo war die denn? Hä? Was, da oben? Bin mit den Karten noch nicht ganz vertraut. Hm. Wollte ich mal eben verdeutlichen, wie einfach man hier getötet werden kann und dann tötet einen keiner. Okay, mit ihm ab, Alter. Ja, ist getötet worden. Wo ist der denn getötet worden? Hey, Digga, was geht hier ab, Alter? Haltet aus, Kameraden! The fuck, ich bin noch nicht mehr vom Spawn weg und der hat schon ein Flugzeug? Wie kann man so lifeless sein, Alter? I hear something. Ein Problem wird. So wie ich gerade fahre, wahrscheinlich schon, ne? Hi. Digga, chill kurz. Ich muss kurz. Puh, da habe ich echt Glück gehabt. Ui, was ist denn jetzt los? Kamikaze funktioniert halt leider immer noch am besten, ne? Treuigerweise. Sieht mir nach einem deutlichen Sieg aus. Meine Rolle war es jetzt nicht. Aber ich habe immer einen Kill gemacht. Was willst du mehr? Fahren wir eine Runde auf C. Captain, dies, das. Und scheinbar bin ich damit nicht der Einzige. Okay. Wie ihr sehen könnt, da geht einiges ab hier. Und auf dem Papier nehme ich jetzt hier gar nicht mehr ein. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass ich hier bin. Also er wahrscheinlich schon, wenn er Augen im Kopf hat. Der da hinten wahrscheinlich auch, wenn er Augen im Kopf hat. Wohin schaut der denn da eigentlich? Mach mal YOLO. Einfach rein in den Olgus. Wen juckt's, Kameraden? Anti-Air? Oder wie ich es nenne? Anti-Wehr? Digga, was für Erfassungsbereich des Feindes, Alter. Soll man kein Auge machen jetzt. Hi. Nochmal hi. Nochmal hi. Das ist so schimmelig. Wie sagt man so schön? Dreimal hi ist auch hallo. Könnt ihr euch mal befreien? Könnt ihr wieder herfahren? Könnt ihr mal zu Besuch kommen? Die reparieren sich einfach vor dem feindlichen Spawn. Und die anderen nehmen... Oh, jetzt wird's interessant. Die haben B eingenommen. Und kommen jetzt von hinten. Sorry. Kamen von hinten. Alter, Drops ist gelutscht. Eis ist gegessen. Limo ist gesoffen. Ich schlafe hier eine Runde und dann sehen wir uns im nächsten Match. So, zum Abschluss gibt es dann nochmal die Karte. Das ist die Karte, wo man sich wieder, ja, entscheidet zwischen hier und da, aber es gibt es nur da, okay. Ja, also an sich ist es ein gottloses Ding, habt ihr gesehen, einfach dieser Reload. Ich meine, man muss den Autoloader, oder wie das Ding heißt, kurz gucken hier, da sieht man es ja. Die Bereitschaftsmunition, also man schießt 6-mal und dann muss das Ding quasi komplett nachgefüllt werden. Wenn man das direkt nacheinander spammt.
Hat quasi 6 Schuss und dann muss man einmal komplett nachladen. Wir können es mal gleich testen, wie das genau funktioniert. Ob ich es gerade ein bisschen übertreibe mit dem Flankieren. Bisschen. Da steht einer in unserem Spawn. By the way. Ich höre hier übrigens jemanden. Schau mal, wer da ist. Hat gedacht, macht einen auf Sneaky Weeky, ja? Satz mit X, das war wohl nix. Sound, Freunde. Sound is very important. Trust me. I know what I'm talking about. Ah, der ist tot. So. Dann versuchen wir das Flankenmanöver mal zu vollenden. Oder zu sterben. Kann man es wahrscheinlich gleich aussuchen. Da ist einer. Ich hab dich gesehen. Ja, mich auch, ist die Frage. Scheinbar nicht. Das ist ein Fehler. Aber sie niemals einen SAV. Dumme Idee gewesen. Allein das Schauen war schon ein Fehler von dir. Schau niemals nach einem SAV. Oh Gott, oh, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich, Wallah, ich bin immer... Jetzt bin ich da. Aber ich verstecke mich kurz. Die Situation gefällt mir nicht gerade gar nicht. Hi. Schau mal kurz da drüben hin. Oh, sorry. Fahr ruhig vor. Gönn dir. war jetzt schon ein bisschen lustig, muss ich sagen. Oh. Dass ich jetzt im Feindgebiet bin. Oh. Naja, schade. Bin zu weit vorgefahren. Schwedische Flugabwehr kannst du auch vergessen, Alter. Unser MG-Geschütz ist so langsam wie eine Toilettenschüssel. Wir haben fast keine Munition. Geschweige denn, dass wir irgendwas was treffen könnten mit dem Scheißding. So. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Also wir schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir können 7 mal schießen. So, jetzt ist leer. Und jetzt wird das Ding quasi nachgefüllt. Am Arsch oder so, keine Ahnung. Machen tut ja keiner was. Und jetzt haben wir wieder einen drinne. Aber keine Reserve. So, jetzt kommt der nächste. Jetzt haben wir quasi einen im Kanonenrohr drinne. Könnte quasi, ich hätte auch rein theoretisch mal auf die Panzer schießen können. Ne, also jetzt haben wir dann, so, jetzt können wir quasi wieder 1 und 2, ne, können wir wieder 2 mal schießen. Das Ding ist natürlich, man kann 3, 4 mal schießen, ne. Und dann nach diesen 3, 4 Mal fährst du meistens wieder durch die Gegend oder stehst erstmal eine Weile und campst. Und wird das quasi passiv nachgeladen, ne. Das ist quasi das Prinzip dahinter. Okay, ah, Sprengstoff ist nicht ganz so toll. Hat irgendwie tolle Erinnerung, muss ich gestehen, den Sprengstoff. Entschuldigung. Kann ich mit Ihnen kurz reden? Normalerweise ist so Sprengstoff mit dieser Masse auf dem Kopf ist eigentlich immer Kill, ja. Hab den da hinten falsch getroffen. Das ändern wir dann gleich nochmal. So, pass auf. Auf dem Kopf, okay. Wer ist denn der weg? Ach, Jolo. Ah, juckt echt nicht, okay. Naja, aber wie ihr gesehen habt, ein echt schönes Ding. Nebenbei erforschen wir schön den schwedischen Focus-Tree durch. Dann haben wir jetzt dann noch eine bessere Flugabwehr später. Macht sehr viel Spaß. Ich werde bestimmt in Zukunft dann auch die Schweden spielen. Dann irgendwann die Israelis und Franzosen und Italiener und Chinesen und Japaner und Briten. Und oh mein Gott, es gibt so viel zu tun in dem Spiel. Also ich bin raus für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.